Ich bin geflasht. Leute, ihr seid nicht beim neuen Blockbuster auf Netflix. Nein, wir sind live auf Twitch, Mittwochabend, 20:15 Uhr. Primetime Football bei solch einem Start. Wisst ihr, dass ihr richtig seid? Tja, und unsere Bromantiker dürfen natürlich nicht fehlen. Deswegen nun Mr. Blackhammer, unser Coach, Patrick Esume. Was war das bitte? Ich konnte das gar nicht glauben. Ich dachte so, shit, was war alles in der Welt? Wie viel Zeit kann man haben? Aber Weltklasse gemacht. Das fragen wir ihn jetzt Unglaublich. gleich selber, aber erstmal holen wir also Holy den shit. attraktivsten aller Agenten zu uns, Magnus Socha. Das gibt's ja nicht. Was macht der denn? Und nun Mr. Hollywood, Agent 0091, Kasim Edebali, ehemals known as Vollmaschine. Hallo. Was stimmt mit dir nicht, Junge? Was war das? Wobei, stopp. Unglaublich. Stopp, warte kurz, Kasim, bevor jetzt alle sich fragen. Wir sind heute zu viert. Björn Werner ist leider nicht dabei. Der hat Kinderdienst. Wir wissen, man kann ihn nicht ersetzen, aber Kasim, mit solch einem Intro, da fängt das Entertainment schon mal richtig gut an. Bevor ich irgendwas sage, ich habe gerade die Kampfszene auf Instagram gepostet. Also wenn ihr ein bisschen Liebe da lassen wollt, wäre top, weil es halt echt, das war 4 Wochen, 3 Wochen Planung, 5 Drehtage, alle meine Freunde, Stefanie Kameramann mit Skript, alles. Aber ich habe viel Freizeit, deswegen dachte ich, warum? Ey, Kasim, die Kampfszene mit dem an der Wand hochlaufen und ey, das ist doch WWE. Ich hab Das war das doch mal. eine Bewerbung für die WWE, gibst du. Ich muss dir das mal schicken. Und zwar, ich habe noch nie eine Rückwärtsseite gemacht und ich habe Steffi so gesagt: Glaubst du, ich schaffe das? Sie sagt so: Nein. Ich sage: Auf YouTube sah einfach aus. Und ich habe beim ersten Mal, ich bin fast gestorben und dachte: Egal, komm, wir ziehen durch. Heftig, Mann. Kinofilm. Heilige Digga. Scheiße, das war echt guter Ey, Scheiß. War Also ich richtig muss sagen, geil, Digga. Bruder, Dankeschön. Gut Absolut. Riesen, riesen vom Respekt. Feinsten. Also knusprig, Vollmaschinenknusprig. Ich Anders war geht's voll nicht. aufgeregt, mein Herz hat voll so, weil Zuschauer alle gucken zu, ich musste abnehmen. Alle Zuschauer sind durchgedrungen. Hier, pass Und mal auf. Wenn das Ganze Die sind zum Schluss Statement. alle durchgedreht. Ja, also zu Recht. Also da, wer da nicht durchgedreht ist, ja, dem können wir auch nicht Dem mehr kann man helfen. auch nicht helfen. Und für die, die es verpasst haben, nach der Sendung poste ich deinen ganzen Trailer nochmal auf Instagram. Aber jetzt gerade nur die Kampfszene, also schreibt ruhig was Nettes drunter, wenn ihr wollt. Da kann man nur was Nettes drunter schreiben. Ja, und ich würde sagen, nach diesem Agenten-Thriller steigen wir nun jetzt ein, und ich bin noch vollkommen neben mir, und gehen in NFL-Thriller über, denn da geht es nach wie vor drunter und drüber. Und es hat ein paar Entlassungen gegeben oder in Agentensprache Köpfe sind gerollt. Und zwar als allererstes sprechen wir über die Giants, denn die haben sich von ihrem Offensive Coordinator Jason Garrett getrennt nach der Niederlage am Montag gegen die Buccaneers. Marc, du kennst Jason Garrett persönlich, du hast mit ihm zusammengearbeitet, du kannst also aus dem Nähkästchen plaudern, aber erstmal, wer ist das? 9 Jahre war er bei den Cowboys, kam dann 2020 zu den Giants, und zu den Giants, da können wir aktuell sagen, die sind auf Rang 25 in der NFL Scoring Offense mit 18,9 Punkten pro Spiel, und die Offense spielt definitiv im unteren Drittel, und das, obwohl sie wirklich gute, junge, talentierte Spieler da haben. Viele First-Round-Picks. Ich nenne mal nur 4, es sind noch einige mehr. Wir hätten Kadarius Toney, Wide Receiver, First-Round-Pick. Dann Evan Ingram, Tight End, ein richtig guter First-Round-Pick aus dem Jahr 2007. Dann Saquon Barkley, Running Back, der vor der Verletzung als einer der besten Running Backs der Liga überhaupt gefeiert wurde und First-Round-Pick im Jahr 2018 gewesen ist. Und zu guter Letzt Quarterback, First-Round-Pick Daniel Jones. Ihr Lieben, bei solch guten Spielern, wie kann es sein, dass die Offense da nicht richtig zugange kommt? Kann man sagen, dass Garrett es vermasselt hat? Pass auf, bevor ich lasse da Marc gleich in den Laberlauch-Modus gehen, aber ich werfe noch 2 drauf. Sterling Shepard, Third Round Pick, guter Receiver. Galloway, 2019 Pro Bowl, 18, 19, über 1000 Yards gefangen bei den Detroit Lions, Pro Bowler gewesen. Kyle Rudolph. Irgendwann muss man sich. Kyle Rudolph. Das ist ein sehr, sehr solider Tight End ist in der Liga.
Und irgendwann muss man sagen, eigentlich ist es absurd, wenn du dir das Talent anguckst. Und Jenny, jetzt wo du es aufzählst, hey, shit, krass, stimmt, ne? Das ist nicht gut genug. Also. Marc, du kennst ihn. Was ist da los? Ich kenne ihn natürlich relativ gut persönlich. Und für Leute, die gestern zugehört haben bei mir und Kasims Märchenstunde, wissen auch, wie ich persönlich über mich, also wie ich über ihn fühle. Also ich bin kein Jason Garrett-Fan, muss ich also direkt sagen. Warum? Komme ich gleich zu. Einfach, wir hatten über die Jahre einfach also ein paar Dinger, wo ich echt sagen müsste, so Mann zu Mann, hat der mich echt ein paar Mal richtig disrespected, so auch vorm Team und so. Weil er fand immer, ich hatte Riesentalent, war immer das immer so das the word in the facility. Und ich war nicht wegen ihm dort, ich war wegen dem Front Office dort. Weißt du, also er hat mich nie als Spieler gemocht, der fand diese ganze deutsche Pipeline, das hat ihm alles nicht so getaugt. Und er hat mich da echt so ein paar Mal so im Team-Meeting, auf Tape vor allem, vom kompletten Team richtig bloßgestellt und war richtig krass. Und war das also persönlich gegen dich oder hatte das auch mit anderen Spielern? Nee, das war persönlich auch mich. Also du warst wirklich sein vor dem Number Team, One so, Pick. Was machst du hier? Oh nein! Und ich erkläre, was ich gesehen habe in diesem Spielzug. Und er direkt vom kompletten Team so das ist komplett idiotisch, was du da denkst. Das Front Office fragt mich die ganze Zeit, warum Nesorcha nicht mehr spielt, was soll das? Und das ist genau der Grund, warum du nicht mehr spielst. Also solche Dinge. Also so richtig, wo ich im Boden versinken wollte, weil echt, ich habe mich so klein gefühlt, geschämt und alles. Und solche Dinge hat er gegen mich gebracht ein paar Mal, wo ich dachte, Alter, was ist denn los, Alter? Ich war so richtig unter der Gürtellinie. Und natürlich dann, deshalb war ich auch froh, dass ich dann irgendwann da rausgekommen bin und alles. Aber das alles beiseite, das ist ja nicht der Grund, warum er gefeuert wurde, weil er ein Assi ist. Er ist gefeuert, weil seine Offense einfach so vanilla ist, was heißt, sie ist so simpel. Damals schon bei den Cowboys, der einzige Grund, warum wir gut waren hier bei den Cowboys, ist, weil wir krasse Spieler hatten, also noch krasser, was die Giants haben. Die waren Run, easy gap schemes, also pulls, powers, counters, und von deinem Run, du setzt den Run up und dann machst du play action und dann screens. Das ist eine komplette Offense. Und es ist so einfach zu verteidigen, wenn du siehst, du schaust dir ein paar Games an und du weißt ganz genau, was er in deinem Spiel versuchen wird zu machen. Daher scorest du weniger als 20 Punkte pro Game, obwohl du eine der top talentiertesten Offenses der Liga hast. Und das ist mein Standpunkt. Für mich, irgendeiner muss natürlich daran schuld sein, dass die so schlecht sind, obwohl die so dieses ganze Talent haben. Und für mich ist es ganz klar Jason Garrett. Weißt du, was echt krass ist? So, jeder hat ja seine eigenen NFL-Erfahrungen und es tut mir echt leid, dass du keinen Sean Payton in deinem Leben hattest. Weißt du, ganz ehrlich, ich hatte so, als ich dann rausgekommen bin bei Dallas zu den Niners, es war Day and Night. Auf einmal so richtig supportive, die Coaches waren so cool, Practice war auf einmal viel einfacher, alles wurde viel besser erklärt. Ich so, Alter, was ist das denn? Natürlich, ich bin als Rookie bei den Cowboys reingekommen. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, das ist normal. Zum Beispiel, als ich bei den Rams war für ein paar Tage, Sean McVay, weißt du, du gehst in den Meeting Room und alle auf einmal, Sean McVay kommt halt immer als Letzter rein. Alle klatschen. Ich so, ich klatsche auch einfach mit. Kennst du das, wenn du einfach keine Ahnung hast? Alle sind positiv und Sean McVay called ein paar einzelne Spieler aus. Aber anstatt zu sagen, ey, du warst richtig schlecht gestern, er sagt einfach, du, heute, den besten Blocker im Training, du wirst heute der Schnellste sein. Und er motiviert die halt so. Und das ist so krass, wie andere Coaches dich wirklich runterbringen und dann wirklich ein paar Coaches wissen, wie sie ganz, dich hoch. Ganz genau. Und da ist ja auch, das ist ja so known, dass Jason Garrett ist ja der Clapper. Egal, was passiert, du wirst Interception. Dude, was auch immer passiert, Tackle for loss, Touchdown. Weißt du, er hat so no emotions, weißt du schon, er ist so, als ich, wie in der Oper. Ich habe es für mich selber gesehen, er ist so ein richtiger Roboter. Er ist so richtig. Aber Marc, was er sagt, ich muss was fragen. Die Frage werden sich auch andere stellen. Wenn er so ein Lauch ist und seine Offense so vanilla ist, wie um alles in der Welt ist er Head Coach in der NFL geworden und war 9 Jahre bei den Dallas Cowboys? Sehr gute Frage, weil er ist ein Football-Brain. Er kennt Football, er kennt X's and O's, er weiß,
er kennt Schemes, verstehst du? Aber es ist einfach, er, jedem Team-Meeting, Wednesday, so jeden Mittwoch ist so, the things you have to do to beat diese Woche, dieses Team. Und dann jede Woche sagt er, you got, number 21, you're gonna get the ball. We're gonna run it down their throats. Das ist der Gameplan jede Woche, jede einzelne Woche. Es ist einfach immer dasselbe. Keine Ahnung, Jerry Jones hat ihn gemocht. Weißt du, er war Jerry's little bitch, weil er hat genau gemacht, was Jerry wollte von ihm. Ich schwör, Mann, vor 3 Wochen, er sagt so, ja, okay, jetzt, Digga, er ist nur Bitch, Digga. Oh. Ich sag's euch, sorry, aber ich bin echt kein Jason Garrett-Fan. Und das Ding, warum er den Job so lange behalten hat in Dallas, glaube ich, weil immer, wenn es drauf ankam, er war immer mal wieder auf dem Hot Seat, aber dann auf einmal kam Dak rein. Boom, haben wir 13-3 Saison gemacht. Und wir haben es in die Playoffs geschafft. Vertragsverlängerung. Also immer, wenn es drauf ankam, dann hat er eine gute Saison gespielt, Vertragsverlängerung. Und dann, weißt du, dann ging es wieder bergab und dann wieder kam es wieder drauf an, wieder Vertragsverlängerung bekommen. Also es war so ein Up and Down mit ihm. Männer, ich glaube, ich muss mal an eure Märchenstunde kommen. Ich hab da noch ein paar Geschichten von der Coaches-Seite, wo wir über unterm Bus werfen oder vom Bus werfen reden. Ey, ihr macht euch keine verdammte Vorstellung. Ihr denkt, das ist von Coach zu Spieler. Ihr habt gar keine Ahnung, was von Coach zu Coach. Da wird der Dolch hinten im Rücken. Du sagst, mich hat einer gestochen. Warte, ich bin raus. Der nächste. Bam, bam. Ey, da ist keine Loyalty da. So schlimm. Ich glaube, ich muss mal in die Märchenstunde kommen. Die sind transparent, die sagen, Digga, das habe ich zu Coach gesagt, weil ich das gesehen habe, weißt du? Weil es gibt auch Coaches, die sagen, nein, Mann, du machst einen guten Job. Und dann sind sie mir, Herr Coach, ey, er hört mir nie zu, er verkackt jedes Mal, wie Werner. Aber Kasim, wie viele von diesen ehrlichen Coaches gibt es denn? Nicht viele. Deswegen. Gibt es nur ein paar. Und du, Patrick, nach dem, was Marc gerade erzählt hatte, wie er da behandelt wurde, du als Coach, ehemaliger Coach, hast du sowas mal erlebt? Ich hab's als Assistant Coach habe ich's erlebt. In der NFL gar nichts. Da hatte ich tatsächlich dieses Stigma Deutscher hatte ich gar nicht, weil obwohl bei Marc ist genau das Gleiche. Der sieht nicht so aus, hört sich nicht so an, aber bei den Spielern ist nochmal was anderes. Als Coach hat's keinen interessiert, woher ich kam. Aber ich hab's durchaus sowohl in der NFL auch in der NFL Europe erlebt, wie gedeutschtost wird, wie Leute in den Bus geworfen werden. Ich wurde einmal so heftig vom Bus geworfen, dass ich wirklich da saß und gedacht habe, wo ist die Kamera? Drehe ich jetzt durch? Gehe ich runter? Hau dem die Zähne aus? Das war so, dass ich saß oben in der Box und der Coach, der in der Box ist, auf den sind sie angewiesen und der Playcaller, weil du weißt nicht, woher kam der Blitz, wer wurde geschlagen, also die Geschichten. Ich habe einfach meine Headsets runtergenommen, habe gesagt, ich sage jetzt keinen Ton mehr. Und der neben mir, ich war für die Offense verantwortlich in der Box, neben mir saß noch Special Teams und Defense. Er sagt, ey, wir sind mitten im Spiel, es geht um den einzelnen Whiteboard, was machst du, bist du wahnsinnig? Das ist mir egal, die können mich feuern, I don't give a fuck, ich bin durch mit dem Thema. Nach dem Spiel runter direkt, als erster saß ich in dem Bus und war heiß. Und ich war heiß. Mhm. Aber dann kam eine Wendung, Gott sei Dank, mein Hauptübungsleiter Doug Graber, Heads off, deshalb habe ich immer noch was mit ihm zu tun. Der hat das mitbekommen und der hat das nochmal gerade, er hat das gerade gerückt. Aber weißt du, wenn du einen Headcoach hast, der nicht so hands-on ist, ey, dann wirst du als junger Coach so brutal vom Bus geworfen. Mhm. Und ich komme mal in die Märchenstunde. Wenn du das hörst, sagst du, Alter, was ist das? Ich habe auch noch ein paar richtig krasse Inside-Stories. Ja, wir müssen Märchenstunde nochmal machen, aber. Kommen wir zurück zu den Giants. Jason Garrett. Wird er nochmal einen Job irgendwo anders kriegen? Natürlich, oder? Ja, immer. Auf jeden Fall, ich denke nicht, dass er direkt ein Koordinator irgendwo wird, aber wahrscheinlich als Quarterback-Coach irgendwo wird er unterkommen. Ja. Aber bleiben wir bei den Giants, denn da ist jetzt sein zumindest vorläufiger Nachfolger Freddie Kitchens. Der ist seit 2020 bei dem Team, war vorher Tight End Coach, ja, und jetzt wurde er halt befördert. Er ist auch eng befreundet mit dem Head Coach. Glaubt ihr, dass der jetzt das Ruder da rumreißen kann, dass der die Offense stark macht? Na, ist zu spät. Patrick, sofort, das Ding ist gelaufen. Ey, Kitchens war ein Jahr Koordinator in der NFL.
ist dann Head Coach geworden, hatte das gute Jahr mit Baker Mayfield, glaube ich, als Koordinator, wurde dann Head Coach, dann lief nichts mehr außer die Nase, so, auch kein Quarterback entwickelt, auch nichts gerissen. Ja. Ich weiß nicht, ob der die Wurst vom Teller reißt. Und ich muss mich auch fragen, wenn du Joe Judge bist, am Ende des Tages bist du als Hauptübungsleiter dafür verantwortlich, was du dir für Leute in die Staff holst. Holst dir Leute, die loyal sind, die für was stehen und die Expertise haben und Player-Coaches sind. Ich als Head-Coach, mir war immer wichtig, dass meine Assistant-Coaches, Koordinatoren, die müssen einen viel besseren Draht haben zu ihren Spielern als ich. Und ich wollte immer den direkten Draht zu jedem einzelnen Spieler. Ich wollte wissen, wie heißt er, warum heißt er so, was mit seiner Mutter, was mit seiner Frau, wie geht es seinen Kindern, wer ist krank, wie steht es mit der Ausbildung, was ist los? Nein, nichts mehr. Ja. Müllfante. Du hast komplett Lebenslauf gelesen. Ne, aber das, was heißt gelesen? Das ist für mich wichtig, wenn du, aber guck mal, das eine ist, ich war ja nie Head Coach im Pro Football, ich war Head Coach hier, ich war in im Pro Football war ich nur Koordinator, aber selbst da war es mir wichtig zu wissen, was mit den Jungs los ist, weil wie willst du Leute in Pressure Situation dazu bewegen, diesen extra Millimeter zu gehen? Ja, wenn sie ganz das ehrlich, Gefühl ich als haben, Spieler, wenn ich sowas höre, ich liebe das. Siehst du, nicht jeder Spieler zum Beispiel du kannst ja nicht jeden Spieler auch dasselbe coachen. Verstehst du? Manche Spieler reagieren total super auf Kritik, auf dieses, weißt du, so Motherfucken, wenn du also richtig ihn anschreist, was auch immer. Manchen taugt er eher nicht, machen er eher zu, so hey, don't disrespect me, ich bin mein eigener größter Kritiker. Also ich weiß selber, was ich falsch gemacht habe, ich kann damit umgehen, weißt du, du kannst mit mir wie ein Mann reden. Es gibt ja verschiedene Art und Weisen. Daher finde ich deine Art und Weise richtig gut. Wenn du die Person kennenlernst, dann weißt du auch, wie du mit der umgehen sollst, weißt du? Wie coache ich dich? Wie spreche ich mit dir? Also das finde ich geil. Aber und eine vor Sache... Vor allem, nur ganz kurz, Kasim, vor allem verstehst du, was sie motiviert und wo seine absolut Probleme liegen. Mhm. Weil manchmal musst du gar nicht so gut... Oder X's und O's am Ende machen gar nicht den Unterschied. Sondern welchen Draht hast du zu deinen Spielern? Wie gesagt, und welche Spieler gehen die extra Meile für dich oder selbst so den extra Inch für dich und welche halt nicht. Und ich glaube, am Ende des Tages macht das eine Menge aus. Natürlich hilft das, wenn du einen Tom Brady hast. So, aber nicht jeder hat einen Tom Brady. Absolut. So, und deshalb, Joe Judge muss sich den Schuh halt auch anziehen und ich bin gespannt, wie lange der noch da ist. Kasim, was wolltest du noch sagen? Ich wollte sagen, ein großer Unterschied, auch den ich vom College-Football zum NFL-Football als Coach. Mein College-Coach hat immer zu mir gesagt, Kasim, ich versuche dich auf ein Level zu bringen, auf das du nie alleine kommen kannst. Okay, das ist so sein Mindset, hat er mal gesagt. Und das hat mir echt viel bedeutet, weil er wusste genau, wie er mit mir reden muss, wie er mich coachen, motivieren sollte. Aber in der NFL, was man ganz oft sieht, es gibt natürlich Coaches mit der gleichen Philosophie, aber es gibt dann auch Coaches wirklich, Digga, ich sag dir, was du machen musst, du durchs B-Gap, zerstören, dreh durch. Wenn du nicht schaffst, hol ich den Nächsten. Boom. Weißt du, weil es ist halt, es ist Business. Und ganz oft siehst du halt, ey, jeder ist einfach nur, du bist Jersey Nummer 91, du bist Jersey Nummer 92 und jeder ist replaceable. Ja. Na, aber im People-Business haut das so nicht hin. Nee. Aber replaceable... Aber nur gut, das ist nochmal ja eine Geschichte für die ich glaube, ich muss mal in die Märchenstunde kommen. Ja, Märchenstunde, alle wollen. Das richtig Werbung für Märchenstunde. Ja, das würde die Romantiker freuen. Aber ja, wir machen weiter mit der nächsten Entlassung, nämlich bei den Tennessee Titans. Da hat es den Hall of Famer Running Back Adrian Peterson getroffen. Würdet ihr sagen, das war eine Panik-Kurzschlussreaktion nach der Blamage gegen die Texans? Erstmal auf das Spiel bezogen. Mach du zuerst. Nee, ich denke, es hat, glaube ich, nichts mit dem Spiel zu tun, wirklich. Klar, Adrian Peterson, einer greatest of all time, aber ich meine, er ist 36 Jahre alt mittlerweile, er ist nicht mehr was er früher war. Und es hat einfach nicht funktioniert. Die haben einfach nach dem Spiel rausgefunden, so hey, das ist nicht wirklich, was wir uns vorgestellt hatten mit ihm. Und ja, so ist es in der NFL. Du entlässt jeden Tag jemanden, weißt du? Natürlich ist er ein bisschen High-Profile-Player, also das ist ein bisschen was Besonderes, aber im Endeffekt ist es einfach so, hey, wir haben es ausprobiert, es war ein Experiment, hat nicht komplett funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also, move on to the next. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass bei den Titans schon der Panik
der Panik-Button gedrückt ist. Unabhängig davon, dass klar die paar 80 Yards, die er laufen hat, oder All-Purpose-Yards, das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Und die haben ja auch noch so einen großen, heißt der nicht Freeman? Der Running Back ist auch so ein mieses, so ein Riesenviech oder Foreman Freeman, weiß ich gar nicht. Aber Adrian Peterson ist natürlich auch nicht mehr günstig. Selbst das Minimum für einen 16-Jahr-Veteran oder 15-Jahr-Veteran ist halt viel größer als das von einem, der in seinem ersten Jahr so 480.000 zu 900, das sind fast eine halbe Million. Du kannst zwei für einen sozusagen bekommen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass bei den Titans der Panik-Button da ist. Sie haben, glaube ich, gestern am Dienstag 13 Roster-Moves gemacht. Mhm. 13. Jenny sagt, ja. 13 Roster-Moves. Das sieht man nicht oft. Okay, kann man da kurz ein bisschen drüber reden? Was haben die alle? Bitte? Ja, ach so, die haben auf dem Practice-Squad 3-4 rauf, ein paar entlassen, hier den gemoved. Mhm. Also die haben da richtig Bambule gemacht. Okay. Und das nach so einer Niederlage gegen die Texans, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Das ist schon so ein bisschen... Ja, ist schon ein bisschen ein Anzeichen, davon, dass, okay, hier ist einiges nicht richtig gelaufen, jetzt müssen wir ein paar Moves machen. Aber so schnell geht das auch in der NFL. Ich weiß noch, als ich in Denver war, und hatten wir auch ein Spiel ganz schlimm verloren gegen die Patriots. Und ich habe immer zu den Rookies gesagt, ey, wir sind hier schon seit 10 Wochen und keiner wurde gecuttet. Bei den Saints, jede Woche siehst du 2-3 neue Gesichter, weißt du, das ist voll komisch. Also so, passt auf, weil wenn du verlierst, verlierst du ganz schnell deinen Job. Haben wir verloren, ich habe meinen Job verloren. Aber, was ich sagen will, pass auf, sonst verlierst du deinen Job. Tschüss. Ey, aber ich glaube, am Tag wurden auch ein paar Jungs released. Und so schnell geht das halt so. Ey, die haben Vorstellungen, du verlierst. Und dann so, okay, wo können wir dann, selbst wenn du okay bist, wenn die sich vorstellen, vielleicht können wir ein bisschen machen. Und der kann was eine andere Rolle haben. Und dann bist du so schnell raus, dass... Aber oftmals, ganz ehrlich, was ich auch gesehen habe, die machen einfach Moves, um Moves zu machen. Und du musst so zur Öffentlichkeit, musst es nach was ausschauen. So, hey, die versuchen sich zu verbessern. Verstehst du, dann cuttest du ohne Grund wirklich irgendeinen Jungen, der vielleicht echt einen guten Job macht vom Practice Squad oder irgendeiner low am Roster. Also ich habe so oft gesehen, wo echt ein Junge, der hat echt einen richtig guten Job gemacht im Practice Squad gegen First Team Offense oder Defense. Und auf einmal ist er weg. Also, was hat der denn falsch gemacht? Ja, aber einfach glaub, so. Mir, Leute, das ist nicht, um die Öffentlichkeit zufriedenzustellen, sondern das ist intern andere Positionen zu rechtfertigen. Weil ja, das ist im Gegensatz zu euch saß ich ja in den Personnel-Meetings, wo ich saß als junger Coach so wie, was? Ja, zum Beispiel, Ernst? Wir brauchen einen anderen O-Lineman, also lassen wir Receiver jetzt gehen. Ja, nicht nur das, da waren den habe ich nicht gebracht, sondern den hat das Front Office gebracht, aber nicht ich. Ich mag den nicht, habe aber meinen Jungen Workout gegeben. So, jetzt sagt der Scout, sagt, ey, der ist kacke. Ich sag, nee, deiner ist kacke. Wer hat den längsten Pimmel? Der mit dem längsten Pimmel kriegt dann in Pressure Situations ist es dann, so, einer muss gehen. So. Ich habe mehr Pull, deiner geht. Tschüss. Das ist die Definition, warum die NFL ein Business ist. Es ist so scheißegal. Du wirst da gehandelt wie ein Stück Fleisch. Ey. Ist schlimm. Ja. Wie ein dicker Black Hammer. Genau. Marc ist ein aber werfen wir mal einen allgemeinen Blick auf die Titans. Ich meine, es gibt da den ein oder anderen Patzer, aber zum Beispiel ein Derrick Henry fehlt, Coach. Du sagst ja gerne mal, dass die Running Back Position die ist, die am einfachsten und am schnellsten austauschbar ist. Bleibst du dabei oder fehlt dieser Mensch vielleicht doch ein bisschen mehr im Team? Der fehlt. Definitiv. Es ist ja jetzt natürlich schwer zu sagen, wer dieser Einbruch auch ohne oder mit Derrick Henry passiert. Ich glaube nicht, weil wenn du so einen überragenden Spieler hast, der auch eine Persönlichkeit ist, das vergisst man ja immer. Das ist ja nicht nur, dass da irgendeiner super den Ball läuft, sondern die Präsenz von jemandem, der es erfolgreich gemacht hat, und die beiden Jungs werden das bestätigen, wenn du einen 2000-Yard-Rusher hast, der aussieht wie ein Pferd, der steht im Huddle und sagt, hey, give me the fucking ball. Dann ist so, okay, ja, shit, alles wird jubti. So, wenn der auf einmal weg ist, ist ja schon mental so, oh mein Gott, wer soll's machen? Dann kommt Adrian Peterson, der hat Werner Knie, ist auch schon 36, fällt hin. So, oh, kacke, wir werden alle sterben. Das kann natürlich so eine ganze, die ganze Mut von so einem Franchise, schwingt, wenn du einen potenziellen
NFL-MVP-Kandidaten verlierst. So, dann ist auch unabhängig, ist es jetzt ein Receiver, ist es ein Running Back oder ist es, ja, Quarterback ist ganz schlimm. Da wollen wir nicht drüber reden. Aber ich, das hat natürlich einen Einfluss gehabt. Aber so glaube ich auch, dass das ist nicht nur allein die spielerische Leistung ist, sondern einfach die Tatsache, dass er einfach fehlt als Persönlichkeit. Ja. Und was für Gründe könnte es sonst noch geben? Oder, ja, wie gesagt, den ein oder anderen Patzer zu erklären. Und würdet ihr noch sagen, dass das Team eines der heißesten in der AFC ist? Naja, gut. Nee, im Augenblick kannst du echt noch. Und ja, heiß können wir nicht reden im Augenblick. Ich meine, das Krasse ist ja bei denen, dass die, ich meine, die sind immer noch 8-3. Also die sind ja immer noch einer der besten Records in der Liga. Aber die Niederlagen, die sie eben hatten, zwei von den Niederlagen gegen die zwei schlechtesten Teams in der Liga, das ist halt so, wo ich es mir nicht erklären kann. So, und das, pass auf. Und das ist der Punkt, an dem du dich fragen musst, was hat die Coaching-Staff in diesen Wochen gemacht? Hat sie den Spielern erlaubt, zu slapdecken? So einfach so overlooked, das ist ein easy win. Wenn du die alten Coaches, ich hatte das Glück, von alten Veteran-NFL-Coaches zu lernen, die haben immer gesagt, die schlimmste Krankheit in der NFL, Complacency. Zufriedenheit. Ja. Wenn du zufrieden bist, ist der erste Schritt zum Hartz IV. Also, sei nicht zufrieden, du musst hungrig bleiben. So, und ich habe das gelernt, wenn du erfolgreich bist und ein Spiel gewinnst und noch ein Spiel gewinnst und dann bist du irgendwann 8-1, dann bist du den Spielern, gehst du ihnen richtig auf den Arsch und nicht auf den Arsch, auf den Sack. Dann gehst du ihnen erst recht auf den Sack. Dann zeigst du noch mehr Fehler auf und machst dir klar, Leute, wenn wir die nicht abstellen und zufrieden werden, dann passiert's. So, wenn du dann anfängst nachzulassen und zu sagen, hey Leute, ja, ey, heute Practice, Inside Run, nehmen wir statt 15 Reps nur 12 Reps und sind denn nur die Texans? Okay, ich mache easy. Dann ist... Kasim meldet sich. Okay. bin ich schon wieder im Laberlauch-Modus. Ne? Ich wollte nur sagen, auch natürlich, wenn es jetzt nicht so sexy aussieht bei denen, die haben gute Coaching-Staff und die haben eigentlich eine gute Football-Coach, die sowas overcome. Was ist overcome? To overcome something? Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, wir wissen. Die sowas bewältigen. Ja, genau, weil mein Coach Sean Payton hat immer gesagt, in jeder Saison ist immer Ebbe und Flut. Und weißt du, Teams mit keiner guten Kultur und keinem guten Core, die sind hoch und dann sind die ein bisschen, wir gewinnen, dann geht's runter und dann kommen sie nicht mehr hoch. Die sind mental nicht ready genug, sowas zu machen. Aber ganz ehrlich, bei den Titans machen wir keine Sorgen. Ja, aber es sind ja nicht nur die Titans. Und wenn es danach geht, dann haben da ja eigentlich viele Teams gerade ein paar Core-Probleme. Denn in diesem Jahr ist die NFL ja unvorhersehbarer denn je. Und man kann wirklich sagen, dass viele Teams dem Ruf folgen. Jeder kann jeden schlagen. Würdet ihr sagen, dass die NFL 2021 beinahe schon eine Upset-League ist, wenn man sich das anschaut? Das schaut fast so aus, ne? Ja. Es ist krass. Ich glaube, es ist einer der... Es ist, glaube ich, das Jahr mit den meisten Siegen der Underdogs, oder? Ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen. Was halt echt krass ist, aber das ist auch einfach... Aber das ist schön für die Zuschauer. Sowas wollen wir sehen. Ja, es ist gut anzuschauen, aber das ist einfach so. In der NFL ist es so, jedes Team kann jeden Sonntag schlagen. Du weißt nie genau, was passiert, worauf du dich einstellen musst, wie dein Team persönlich sich gerade fühlt, wie das andere Team reinkommt. Verletzung ist natürlich ein Riesending, aber es ist krass. Es ist einfach so, ab und zu ist es so, ich hatte ein paar Niederlagen, wo wir gedacht haben, okay, das ist niemals werden wir gegen dieses Team verlieren. Aber dann auf einmal ist es so, man sagt im Football-Jargon, sage ich jetzt mal, sagt man so, they just got your number. Aus irgendeinem Grund haben die dich geschlagen, weil die einfach in dem Tag besser waren wie du. Obwohl du im Grunde genommen eigentlich ein besseres Team bist. Deine Offense, Defense, Special Teams ist besser wie das Team, aber es passiert einfach ab und zu so. Und vor allem in der NFL ist es von Woche zu Woche, es passiert jede Woche, dass ein Team, man erwartet es nicht. Hast du das
Tut mir leid, dass ich dich unterbreche, nee, okay, mein Freund. Hast du das Philadelphia Saints-Spiel gesehen? Ich habe Zusammenfassung gesehen, ja. Ich muss ja immer mit meiner Familie jede Woche Saints-Spiel gucken. Aber das war so, das war perfekt, weil eigentlich die Saints haben richtig gut gespielt, aber 3 Turnovers, also nicht richtig gut. Sie haben okay, sie haben gut genug gespielt, um zu gewinnen. Aber 3 Turnovers, sie haben wirklich alles gemacht, was man nicht machen soll, wenn man gewinnen will. Und bei ganz vielen Teams, das sind diese kleinen Fehler. Pick 6, Special Teams ist Trash, weißt du, hast auf einmal einen schlechten Punt, Feldposition. Kickers dieses Jahr sagen, mir ist eh alles egal, ich schieße einfach und guck mal, Kreis gedrückt halten. Also das ist echt krass. Aber Jenny hat ja einen validen Punkt. Wenn man es war ja noch nie für mich so extrem unkonstant. Ich habe es im Podcast gesagt, das einzige Team, auf das du dich verlassen kannst, sind die Lions. Die gewinnen definitiv. So. Ja, das ist das einzige konstante Team, das wir gerade haben. Genau, also wieso? Wo, keine Konstanz, wie du es gesagt hast. Woran liegt's? Ja, guck mal, wenn du dir anguckst, die Bills struggle. Mhm. Browns, ja, haben wir vor der Saison gesagt, ey, die sehen knusprig aus, haben Talent, da muss was gehen. Was ist noch hier? Titans struggle, Ravens struggle, Chiefs haben richtig gestruggelt. Mhm. Vielleicht fangen sie sich jetzt, aber du sagst, du hattest nicht so viele wirkliche potenzielle Super Bowl-Contender, die so heftig gestruggelt haben wie dieses Jahr. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, woher kommt denn das? Was ist los? Hat die NFL es wirklich rausgeschafft durch Free Agency, Salary Cap, tatsächlich diese Competitive Balance so zu schaffen, dass selbst die Tennessee Titans, die Buffalo Bills, die Tennessee Titans von den Texans geschlagen werden? Genau, man kann es ja auch mal positiv aus diesem Blickwinkel sehen, dass wirklich alle so mittlerweile kommt, gleich gut sind. Ja, es ist, ich meine, das wäre ja gut. Das ist ja das Ziel dieser Liga. Eigentlich schon. Das wünscht man sich ja auch für andere Sportarten. Absolut. Wo das definitiv nicht so gegeben ist. Das ist ein guter, sehr, sehr guter Punkt. Und das ist, ja, wenn das so wäre, dann ist es natürlich optimal. Und das ist natürlich was, wonach die Liga seit Jahren eben mit dieser Draft-Reihenfolge, wo der Letzte den ersten Pick bekommt, schon seit Jahren danach strided. Keine Ahnung. Wäre cool, würde ich sagen. Was glaubt ihr denn? Wer gewinnt jetzt das letzte Drittel der Saison? Wer wird ein Strong Finisher in der AFC und in der NFC? Oder um es mit den Worten eines weisen Mannes zu sagen, Patrick, wer schafft es an die Spitze der Zitze? Oh, das hat sie jetzt. Der ist gut. Das hat sie gehört. Das hat sie einfach in dem Podcast gehört. Oh. In dem Moment, in dem ich das gesagt habe, habe ich mir schon gesagt, oh, warum hat sie das gesagt? Sami, blende bitte nochmal die AFC und die NFC ein und lass uns nochmal und wir reden davon, draußen mal gucken. Wer die AFC gewinnt oder einfach wer jetzt zum Ende noch so richtig mal aufräumt. Also noch. Genau, wer jetzt, guck mal, im Dezember musst du gut spielen, um in die Playoffs zu kommen. Genau. So, wer sind die Teams in der AFC? Und wenn ich hier jetzt, ich habe meinen Screen hier rechts, angucke, so, dann gucke ich mir die Division Leader an. Patriots und Bills in der East, in der North sind es die Ravens und die Bengals, Titans, Colts, Chiefs und Chargers. Ich sag wirklich, ich glaube, dass tatsächlich in der AFC Bill Belichick mit seiner Coaching-Staff, die haben jetzt den Flow gefunden. Ich glaube, die werden einen starken Dezember haben. Genauso wie die Indianapolis Colts und auch die Kansas City Chiefs haben, glaube ich, ihr Mojo zurück. Das sind für mich die 3 Teams, die wahrscheinlich einen starken Dezember haben werden. Ich gehe ja immer mit einem Team, was einen erfahrenen, richtigen Franchise-Quarterback hat. Da liegt die Gefahr bei den Patriots. Das haben sie nicht. Aber da gebe ich einfach den Bill Belichick-Bonus. Mhm. Ja, ich muss dir komplett zustimmen. Ich habe genau die 3 Teams, habe ich mir auch aufgeschrieben. Wie du schon sagst, Patriots 5-0, glaube ich, die letzten 5 Spiele. Also Mac Jones, Maschine. Mac Jones hat richtig seinen Groove gefunden. Sein Supporting Staff mit den Tight Ends, Receivern, da klickt, Defense räumt auf. Also die werden jetzt, wie du sagst, im Dezember richtig gefährlich. Colts, Jonathan Taylor kann man einfach, Jonathan Taylor, period. Weißt du, der Typ letzte Woche, was der abgeliefert hat mit 5 Touchdowns, über 180 All-Purpose Yards. Der wird richtig gefährlich werden. Und dann, ja, Chiefs, das war ein richtig Statement-Win gegen die Cowboys.
Also die haben mit defensiv, absolut. Chris Jones mit 3,5 Sacks, die haben richtig zugemacht das Ding. Und natürlich die Cowboys, eine der besten Offenses der Liga, und die haben die shut it down. Also das war auf jeden Fall ein Riesenstatement. Und ich denke auch, die werden auf jeden Fall, mit dem müssen wir wieder rechnen dieses Jahr. Ey, Mark, sag doch mal was über die NFC. Ich wollte einmal noch mal kurz fragen, hat dein Coach das auch mal zu dir gesagt? Weil ich habe dieses Sprichwort in College, NFL, jedes Jahr gehört. November is the month to remember. No, November, you win in November, they'll remember. Ja, Mann. Yeah. Weil im November trennt sich die Spreu vom Weizen. Absolut. Weil da sieht man echt, dann sieht man wirklich im November, sieht man die Teams, die wirklich hier tendieren. Ja, yeah, ja. Yeah. Und hier tendieren. Absolut. Und wie gesagt, jetzt sieht man das auch. Und weißt du noch, wie alle gehatet haben auf Mac Jones am Anfang der Saison? Guck mal, wie der jetzt aussieht. Er dreht richtig durch, jetzt wo es zum Schluss geht. Aber Kasim, erzähl doch mal, NFC jetzt. NFC, ich guck genau darauf. Warte, wer in der NFC gucken wird ein Strong Finisher? Strong Finisher. Ich habe zwei im Kopf. Ich habe auch zwei im Kopf, ja. Erzähl. Ich sag Green Bay. Ich muss abschreiben von euch. Green Bay und Bucks. Ey, ich habe hier ein Surprising Team. Oh, wo ich Mann, echt, das ist ein Sleeper. Wer? Die Eagles. Okay, sag mal. Wollte ich gerade auch sagen. Die Eagles. Jalen Hurts, der hat die letzten paar Games den besten QBR. Er dreht langsam richtig durch, ehrlich. Er hat drei Rushing Touchdowns gehabt. Mhm, drei Rushing Touchdowns. Hold up, wait a minute. Yes, sir. Wenn wir über Sleeper sprechen, müssen wir auch über die Vikings sprechen. Vikings auf jeden Fall, das war mein anderes Team. Ich habe Eagles und Vikings aufgeschrieben. Absolut. Okay, ich glaube mehr an die Vikings, weil sie mit Kirk Cousins jetzt einen haben, der mehr Erfahrung hat als Jalen Hurts. Aber für mich klar, ey, du gehst nicht gegen Aaron Rodgers im Dezember, sondern gegen Tom Brady. Wenn Nut-Cutting-Time ist. Ja, Vikings, das war ein krasser Win gegen die Packers. Also die haben da, das war richtig gutes Offensive Play Calling. Die haben richtig bewiesen, die können den Ball laufen. Justin Jefferson ist eine Maschine. Kirk Cousins Devante hat den Adams Ball richtig dialed up, überall verteilt. Mit denen ist zu rechnen, auf jeden Fall. Ich denke auf jeden Fall, dass die es aus der Division machen werden in die Playoffs und dann mal schauen. Kasim, aber was sagst du? Ich wollte nur kurz sagen, ich habe nicht Cardinals gesagt, weil die sind schon gut. So für, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Ich habe auch eher so. Strong Finish. Mhm. Und der Schedule von den Eagles ist echt da. Das ist dritte Liga, spielen die noch für den nächsten. Habt ihr gesehen, die Eagles, der restliche Schedule von denen, die müssen ihre letzten 7 Spiele müssen die combined nur noch 350 Meilen traveln. Die haben entweder ein Home Game oder die spielen ein Team, das direkt bei denen nebenan ist. Das ist in Washington oder New York oder was auch immer. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Ah, weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Ich war in Philadelphia und ich sag dir so, nach New York im Bus. Ach, wird der Bus gefahren, ne? Ja, die fahren mit dem Bus nach New York. Wir fahren mit dem Bus, weißt du, normalerweise Flugzeug, schön erste Klasse, chillst du und sagst du, hallo, ein bitte Erdnussbutter, Marmeladenbrot, weißt du, und du kriegst alles, was du willst. Auf jeden Fall. Aber im Bus ist ein bisschen unangenehm, aber ich weiß gar nicht. Ja, okay, kann auch. Ja. Ich denke, es ist ein Vorteil, aber hey, what do I know? Patrick, hast du dem noch irgendetwas hinzuzufügen? Nein, ich würde gerne auf das Monday Night Montags Game zurückgucken. Genau, blicken wir mal auf den Montag, denn da haben die Buccaneers gewonnen gegen die Giants. Was diese Niederlage für Konsequenzen hatte, darüber haben wir ja schon gesprochen. Wie würdet ihr denn sagen, wie haben sich die Bucs geschlagen? Haben die ein Statement gesetzt? Es war einfach nur ein Business-Sieg, weißt du, du musstest das Spiel gewinnen, einfach wieder on track zu kommen, hol deine Confidence, dein Selbstbewusstsein wieder zurück und einfach ein bisschen rasieren. Und die haben durchgedreht, haben gemacht, was sie machen mussten und jetzt sind sie back on track. Wir nennen das Back on Track Game. Also war es ein easy win? Ja. Kein Win ist, das haben wir doch gerade established. Das ist immer noch, Gewinn in der NFL schwer. Also, wie gesagt, du darfst kein Team leicht nehmen. Und ich denke, es war ein richtig solider Win bei den Bucks. Die haben echt gut gespielt. Ich denke, Tom Brady, bis auf ein paar Dinger, wo ich gesagt habe, okay, was geht hier? Aber der war echt on point. Gronk,
Big Time, dass der wieder zurück ist. Genau. Und ja, ich dachte, es war ein wichtiger Sieg und es war ein solider Sieg für mich. Patrick, was sagst du zu dem Spiel von Montag? Mir war er eigentlich ein bisschen zu eng, so bis zur ersten Halbzeit. Ich weiß gar nicht, wie der Score zur Halbzeit war. Ich habe es jetzt 17, nicht mehr ganz im 17, Kopf. 17-10 oder 17? Weiß auch nicht. Halbzeit weiß ich auch nicht. Mein Internet ist eigentlich super knusprig, aber jetzt will es gerade nicht. Aber Kasim hat es eigentlich richtig gesagt. Es war ein Arbeitssieg. So, du bist ins Tabellenuntere Drittel reingefahren, als jemand, der in der Champions League spielen will oder deutscher Meister ist, hast deinen Arbeitssieg 2-1 so, oder 3-1, fahr wieder nach Hause. Schön ist anders, aber war ein Arbeitssieg. Aber das ist ja das Wichtige in der NFL, ist ja, wenn du solche Siege hast oder wenn du solche Games gewinnen kannst, obwohl, weißt du, wie kurze Woche oder Monday Night, also lange Woche, weißt schon, vieles, du hast vielleicht, na shit, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du wolltest sagen, du hast schon den nächsten Gegner im Kopf, weil den musst du ja auch schon mit. Ja, also es ist einfach, das ist so der Unterschied, was gute Teams ausmacht. Du kannst Spiele auf verschiedene Art und Weisen gewinnen. Arbeitssieg, Blowout-Sieg, Overtime-Sieg, Defense-Sieg, Special Teams-Play, was auch immer. Weißt du, was auch immer du in diesem Spiel brauchst, dein Team kann das abliefern. Und ich denke, das war einer davon. Boom. Am Ende ist keiner durchgedreht, aber sie haben gewonnen. Hey. Genau. Genau, das ist das Wichtigste. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde und schauen, okay, wer bei uns hier gewinnt. Keiner so verkackt gerne als Werner. So, ihr Lieben. Warte, ich muss mal. Habt ihr eure App? Ja. Ich habe meine App. Whiteboard, okay. Oh, heute weniger Competition, let's go. Erstmal danke an Schrammi wieder für die Fragen. Und ja, genau, so kann man es gut sehen, Kasim. Und wir haben es jetzt so gemacht, wenn es mehrere Antworten pro Frage gibt, dann gibt es pro richtiger Antwort einen Punkt. Also okay, könnt ihr ein bisschen mehr scoren. Warte mal, kann man das sehen? Ja. Ja, es spiegelt noch ein bisschen. Ja, läuft, kriegen wir hin. Jenny, fahr ab den Scheiß. Okay, erste Frage. Welche drei Spieler waren im Philly-Special involviert? Oh, shit. Das war Super Bowl 2018. 5. Warte mal, wir müssen drei Namen aufschreiben, warte. Okay, ich habe 2, glaube ich. Ich habe Foles und Burton. Oh, warte. Wir sind doch noch gar nicht. Halt doch Mund. Warte mal. Noch nicht, Kasim. Du hast aber schon 3-2 gesagt. Aber noch nicht 1. Ach so. Marc denkt doch noch angestrengt nach. Ganz kurz. Wie viel Zeit braucht ihr denn hier? Aber ja, okay, jetzt ist es 3, 2, 1. So. War der Receiver? Ich hab nur Foles und Burton. Er hat abgeschrieben von mir. Nein, ich weiß nicht, wer der Receiver war. Der Running Back hat den Ball als erstes bekommen, oder nicht? Ja, ja, ich also weiß nicht, wer das war. Foles und Burton, stimmt. Und dann war es noch Corey Clement. Oh, komm. Corey Clement, alle zwei. Oh. Alle haben 2 Punkte. Also ihr habt alle, genau. Burton ist Ehrenmann. Ich kenne ihn. Er ist cool. So. Ja. Sehr gut. Verdammt. Nächste Frage. Welches Stadion hat aktuell die größte Kapazität in der NFL? Ohne Erweiterungen oder ähnliches. Ja, easy. 3, 2, 1 und? Dallas. MetLife Stadium. What? New York? Was? Nein. Laut Wikipedia. Nein, MetLife Stadium ist doch nicht größer als das Dallas Cowboys. Ja, Dallas Cowboys ist über 90.000. Ja. Ohne Erweiterung. Schaust du aber mal gerade, Patrick. Das MetLife Stadium. Hey, don't shoot the messenger. Das habe ich nicht geschaut. Jenny ist der Messenger. Ihr macht auf 300 und kickt sie gleich ins Pit. Warte, sei doch mal nicht so. Ich guck gerade hier. MetLife Stadium, Plätze 82,5. Wie heißt das? Cowboys Stadium? AT&T. Capacity AT&T Stadium. AT&T Stadium.
Die, so, oh, pass die auf. Die haben es erweitert auf 105.000, ja. 80.000. Die haben es aber weiter. Mhm. Also jetzt, seit heutzutage sind es 105. Habe ich doch gesagt. Ja, aber wenn es jetzt 105 sind, dann ist es doch das Größte. Sie ja, sagt aber ohne Erweiterung. Aber ohne Erweiterungen. Oh, verdammte Axt. Also hat also, keiner was richtig, oder was? Nein. Machen wir weiter mit der dritten Frage. Eine Schätzfrage. Okay, Schätz. Wie viele Total Sacks hat Von Miller in seiner NFL-Karriere aktuell? Boah. 5, 4. Noch nicht zeigen. 3, 2, 1. Okay, hä? 105, 107, bekommt Patrick, schreib was auf. 56. Oh. Was? Kasim, der Punkt geht an dich. Es sind 110,5. Sehr ja, gut. Was habe ich denn gedacht? Ey, ich habe komplett dumme Scheiße geredet. Oh, mach nichts, du bekommst bei Frage 4 wieder eine Chance. Und das ist ehrlich gesagt meine Lieblingsfrage. Wie viele Sex haben Björn, Kasim und Marc zusammen? Ist das Schätzfrage? Nein. 5, 4, 3, 2, 1. Warte. 18, 17. 16,5. 16. Es sind 15,5. Yeah. 15,5. Oh. Ich bin der Nächste. 16,5. Ich bin der Nächste. Yeah. Wobei es war eigentlich keine Schätzfrage, aber ich würde sagen, wir machen eine Schätzfrage ja, draus. Ja, mach mal fertig. Ja, so schräg. Also es waren Björn mit 6,5, Marc 1 und Kasim 8. Yes. Wie viel hast du? Kasim. 8, Digga, was ist los? Nice, easy, Digga, was ist los? Weißt du, wie viel Quarterback-Sex ich in meiner GFL-Karriere habe? Erzähl. Kein. Okay. Nächste so, Woche fünfte machen wir Frage. Pick zwischen uns allen. Welche zwei Teams spielen den Red River Showdown aus im College? Oh, du weißt du nicht? Weißt du nicht? Oh, shit. Oh, 3, 2, 1, zeigen. Yeah. Warte, kannst du lesen? Texas and OU. Oh, ich habe Mississippi ja. State und ich bin verkehrt. Red River. Kasim, was ist ja, Red River. Texas Longhorns and Oklahoma Sooners. Ist es richtig, Jenny? Ja, Oklahoma Sooners gegen die Texas Longhorns. Und das erste Spiel der beiden war 1900. Und seit 1929 findet es jährlich statt. Mhm. Also Marc, 2 in Punkte. Orange Bowl, hier in Dallas, downtown. Wieso kriegt er 2 Punkte? Für jedes Team. Für jeden richtigen Namen gibt es jetzt 1 Punkt. Neue Regel. Yes, what? So, okay. Die sechste Frage. Welches Team hat Stand heute in der laufenden Saison die meisten Punting Yards? Und zwar sind es genau 2554. Also der Punter hat am öftesten gepuntet. Oder returned. Wer hat die meisten Punting Yards da quasi zusammen? Also das ist die Frage, ne? Genau. Ja. Ich sagen, also es muss ja eins von den schlechten Teams sein. Noch nicht zeigen, Kasim. Nein, warte mal. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, probably Detroit. Detroit, huh? Jets. Die richtige Antwort ist Houston Texans. Ah, das andere schlechteste. Wir haben wieder eine Schätzfrage. Wie viele Two-Point-Conversion-Attempts gab es bislang in der laufenden Saison? Schätzfrage. Mhm. 5, 4, das kann 7 noch nicht. 3, 2, 1. Was ist das? 3, 22? 3 Liter oder was? Das sieht so aus wie 3 Liter. Patrick, du sagst 80? 32. Die richtige Antwort ist 85. Also, der Punkt geht klar an Patrick. Frage 8. Wie heißt der Owner der Baltimore Ravens? Oh. Günther Netzer, nein. 5, 4, 3, 2, 1. Weiß ich nicht. Kasim? Kann ich nicht sehen. Ray Lewis. Nein. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Die richtige Antwort ist Steve Bisciotti. Mhm.
Ah, oh, ja, als Kollege. Wusste er nicht. Ja, als Kollege. Ja. Deshalb wusstest du ihn auch, ne? So, bei der nächsten Frage könnt ihr theoretisch 5 Punkte holen. Also, oh, da könntet go. Ihr, da, oh, das könnte den Ausgleich bringen. Denn nennt 5 Teams aus der Big Ten Conference im College Football. Big 14 Ten, Teams sind es insgesamt, aus der Big Ten. Die da sind. Big Ten. 5 Teams. Warte mal, wer ist denn Big Ten? Ich checke mal, ich verkacke mal Big Ten. Sag mal Big ein Ten. Team aus der Big Ten. Nein! Du weißt, welche Big Ten. Warte, ist Stanford Big Ten? Nein, das ist Pac, das ist Pac 12. Das ist Pac 12. Wer ist denn? Oh ja, jetzt weiß ich es. Ist Big Ten. Zähl mal, Jenny, zähl mal jetzt. Ich wollte euch, ihr redet ja noch, also ich wollte jetzt echt mal. Ja, jetzt fängt es erst an. Fünf Namen aufschreiben. Also, nein, warte jetzt. Ey, Chat, zu, mach mal schnell, Jenny. sag mal schnell. Nein, sonst schreiben die im Chat schnell. 3, 2. Na, eins. Warte, ich bin noch nicht so weit. Stopp. Kasim, ich mach gar nicht. Pass auf, ich habe nur 4, mehr fiel mir nicht ein. Ich hab, warte, kannst ich du hab vorlesen, bitte? Wisconsin, Michigan, Michigan State, Ohio. Ich habe die gleichen. Du Lügner! Mark, hör auf! Ich hab's verkackt, na. Kansas State, ja? Nein. Nee. Shit, wo ist denn Kansas? Ich habe Ohio State und Michigan. Ich habe Kansas State, Kansas und TCU. Ich weiß, TCU ist falsch, aber. Und was war das? Kansas, also University of Kansas. Nee. Und Kasim, was hast du noch? Also Ohio State? Ich habe Michigan. Du hast Energiesparmodus. Ey, Kasim, Michigan State. Ich glaube ihm kein Wort. Hör auf, der lügt. Ich habe Ohio und Michigan, der die noch hingespielt hat. Der lügt. Patrick, was war dein erstes Team? Ich habe Wisconsin, Michigan, Michigan State und Ohio. Die spielen in der Big Ten, das weiß Ohio, ich. Ohio, genau. Also Patrick, das sind 4 Punkte. Ja, fuck. Kasim Penn State? Hat einen Punkt. Penn State ist auf jeden Fall Big Ten, ja. Oh, ja. Was noch? Soll ich euch alle 14 mal vorlesen? Nee, warte mal. Ja, ich weiß nichts. Also es ist die University of Illinois, die Indiana University Bloomington. Mhm. University of Iowa, University of Maryland, University of Michigan, Iowa State. Michigan State University, University of Minnesota, University of Nebraska, Northwestern University, stimmt. Ohio State University, Pennsylvania State University, Nebraska, Purdue University, Rutgers University und die University of Wisconsin. Oh mein Aber Gott. Aber ich habe 4 Punkte von 5 gemacht. Ja, mach mal noch Bonusfrage. Mach mal eine andere Konferenz. Nee, es gibt noch Frage 10. Andere Konferenz noch. Guck mal, hier schreibt einer, ich bin cockstrong. So nämlich. So, die letzte Frage für heute. Wie viele Super Bowl-Siege haben die Chicago Bears? 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, die haben das Ding noch nicht gewonnen, oder? 2-0. Kasim, höher halten, bitte. Ich sehe es nicht, Kasim. Kasim hat nichts geschrieben. Warte, doch! Doch, er hat... Siehst du die 2 da oben? Das sind 2 oben. Die richtige Antwort ist 1. Und zwar im Jahr 1985. Ja, 0 Punkte für alle. So, und also, gewonnen hat aber ganz klar unser Coach Patrick. Du hast 2, 4, 8 Punkte. Ja, ist Haushoch Glückwunsch. Haushoch gewonnen. Glückwunsch. Ich freue mich richtig. Ja, und wer morgen gewinnen wird, ja, das steht außer Frage, denn wir haben Thanksgiving. Das bedeutet 3 Spiele wird es morgen geben. Oh yeah. Ihr habt auch, romantisch geht es morgen natürlich los, und zwar ab 18.30 Uhr hier bei Twitch live mit dem guten Sami und vielen Gästen. Ich bin auch dabei. Wir schauen an die Bears gegen die Lions. Dann gibt es morgen noch die Raiders gegen die Cowboys und in der Nacht dann die Bills gegen die Saints. Also ihr drei, was kann uns morgen an Thanksgiving, auf was können wir uns freuen? Wie sind eure Tipps? Wir können also uns auf richtig gutes Essen freuen. Genau, aber nicht hier bei uns in Deutschland, weil wir feiern das Ganze nicht. Ich wollte sagen den Shit, aber... Ist ja, ich weiß schon. Ich werde sicherlich auch mal reinschauen, auf jeden Fall. Aber... Ja, warte mal, die Matchups sind Bears gegen die Lions. Welches Game schauen wir denn? Bears Lions, um Gottes Willen. Oh, gegen gut. Kurze Frage, welches Game schauen wir denn? Alle. Watch Party. Alle. Ach, komplett alle. Alle.
Ja, Mann. Wobei, oh, ey, Party, das Nachtspiel, beim Nachtspiel sind wir wahrscheinlich raus. Das wären sonst über 9 Stunden, das ist zu lange. Ja, das ist so, schaut bei mir jeder Sonntag aus. Ich bin für 12 Stunden auf der Couch. Schau jeden Soll ich vorbeikommen? Ja, komm rauf, Mann. Aber das fangen wir nicht an. Wer ist gegen Socken die Lions? Da bei dir. Nein, morgen. Wer ist Lions? Ich geh mit Dings, Andy Dalton. Hey, sehr interessant. Ich habe gehört, Nagy ist richtig auf dem Hot Seat. Coach Nagy. Gelesen, Coach der Typ Nagy ist raus da. Wenn die das Ding verlieren, dann ist er auf jeden Fall raus. Aber ich habe gehört, er ist so oder so raus. Ja, aber deshalb geht er mit denk, Dalton. Ich sag's jetzt. Upset-Sieg. Lions gewinnen. Oh, zu Hause erster Sieg. Ja. Nein, ich sage Andy Dalton, Red Rifle, macht den Fuchs fertig, weil der hat auch noch was zu beweisen. Kasim, ja, was tippst du? Die Kacke ist, hat er zu beweisen. Beim ersten Spiel? Oh. Dass er Kacke ist. Lions. Marc wird immer schlimmer. Wir verderben Lions, ihn. Wir verderben Cowboys Marc. Und der ist einfach. Kommt drauf an. Warte, AK ist noch kaputt, ne? Dann Bills. Sorry, Coach. Wovon redest du denn? Wir wollen doch wissen, Bears, Lions. Ach so, ich habe alle drei Spiele. Er hat alle drei jetzt schon gesagt. Da tippt er auf die Lions. Ja, dann die Cowboys. Was sagt ihr zum zweiten Match? Raiders, Cowboys. Ich gehe mit den Cowboys. Ja, ich auch. Ich bei den Raiders. CeeDee Lamb ist zurück. Amari Cooper ist immer noch raus mit Covid, aber ich denke, da läuft es wieder bei denen. Ja, Mann. Die werden auch richtig gepisst sein und da wird richtig was los sein. So, und bei Bills Saints, boah, Bills brauchen das Ding. Also ich glaube, der wird. Die müssen. Also Motivation wird genug da sein. Ich glaube, Bills machen das. Ich kenne Coach Sean McDermott. Ich glaube, der wird richtig diese Woche durchdrehen und die werden gewinnen. Absolut. Aber die werden mit Feuer rauskommen. Na, ich glaube, AK ist kaputt. AK ist kaputt. Ich glaube, Teron Armstead ist noch angeschlagen, der Left Tackle. Aber die Saints haben jetzt 2 Spiele hintereinander verloren. Normalerweise verlieren die nicht 3 hintereinander. Aber Bills auch nicht so knusprig jetzt. Aber ich glaube, Bills gewinnen. Vergiss nicht, wir sind im Jahr 2021. Da kann alles passieren. Alles kann passieren. Warum schaut ihr, Sami kriegt Bürgergeld? Was soll das heißen? Coach? Das ist Bürgergeld. Sean Payton? Ah, nee, warte, Saints gewinnt. Sean hat gesagt, sie gewinnen. Okay. Und was gibt's bei euch beiden morgen zu essen? Proteinshake. Bei uns gibt's komplett alles, das komplette traditional food, Turkey, Ham, Mashed Potatoes, Mac and Cheese. Wir haben beide Niger-Outfit an. Ah, Niger, ja. An alle Leute. So. Für die nicht Bescheid wissen. So. Hey, das ist für unsere Papas. Und für meinen Papa oben und für meine Familie. You know the Kasim Des. You feel me? Japanese, Naruto ist am Start, Digga. Ja, du als Japaner weißt, wovon du sprichst. Konnichiwa. Bei uns gibt's einen Salat mit Avocado und ein paar Nüssen. Keine Kalorien, keine Kohlenhydrate nach 14 Uhr. Wow, deshalb bin ich jetzt auch 10 Kilo, deshalb bin ich 10 Kilo abgemagert. Der macht Vollmaschine-Programm mit mir. Ja, Frau. Nein, ich brauche nicht. Ich bin jetzt runter und wird nächsten Sommer 22 werde ich so knusprig aussehen. Dann sitzen hier drei Vollmaschinen. Ey, Patrick ist in Shape. Egal, was jemand sagt. Wenn Patrick im Gym ist, er läuft da richtig knackig, sein Booty immer tight. Ich denke nur, der Patrick, was ist los mit dir? Muss ich mal... An einem Romantiker, bevor wir angefangen haben, hatte Patrick noch ein anderes Shirt an. Und da kann ich euch garantieren, der Coach sah knusprig aus. Also Patrick, schade, dass du dich umgezogen hast. Ich glaube, das musst du das nächste Mal anziehen. Pass auf, ich zeige euch, was ich anhatte. Obwohl, Marc, mir hat das Angst immer, wenn ein anderer Mann sagt, sein Booty immer knusprig teilt. Ja, ich wollte auch nichts sagen. Pass auf, eigentlich wollte ich das hier anziehen. Wisst ihr, was das ist? Schaut man Ted Lasso in Deutschland? Was? Natürlich, FC, das ist Richmond. Und ich kann euch sagen, es hat gepasst wie angegossen. Es war Snug.
Das musst du den Romantikern, das darfst du denen nicht vorenthalten. Nein, das und was wir auch nicht vorenthalten dürfen, ist der Social Media Takeover. Oh, wer ist heute? Richtig. Wir wollen Scott Hansen zurück. Let's go. So nämlich. Ja, Tony hat uns im Stich gelassen. Ja. Die ganzen Superstars lassen uns im Stich. Der Einzige, der sogar für uns bei Kay Adams auf der Seite sagt, ja, geh mal hin, ist Scott Hansen. Deshalb, Same hat ihn eingeblendet, den letzten Post von Scott Hansen. Schreibt ihm mal, hey, bitte schreibt ihn, liebe Bonte, lass uns nicht hängen. Nicht du auch noch. Bitte sei loyaler Bruder, kommst du. Inshallah, wallah. Zerstöre nicht den Glauben. Nein, Scott Hansen, ich gehe jetzt auch direkt drauf und sag, Junge, kommst du, machst du. Darf ich noch mal ganz kurz was dazu sagen? Während wir jetzt alle auf Instagram sind bei Scott Hansen, ich poste gerade das komplette Intro für die, die zu spät gekommen sind. Also, falls ihr das Intro verpasst habt, das ganze Intro wird gleich auf Instagram nochmal sein. Nein, wir können nicht bei Scott Hansen. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte quasi ihm aussprechen lassen. Wir können da nicht keine Comments aber machen. Aber, die M geht trotzdem, oder? Oh Gott. Die M ginge, ja. Ja, lass doch mal direkt. Aber das landet dann natürlich im egal. Lass die M, lass Nummer klar. Ich lasse meine Nummer auch klar in DM. Scott, we need you again. Scotty, too hardy. Don't leave us hanging. Don't leave us hanging, bro. So, da wir beide Thunderbuddies sind. So, haut ihn die DMs um die Ohren. Ihr habt einen Auftrag, ihr wisst, wen wir wollen, Patrick. Also sorgt dafür. Patrick, der ist gut. Was ist? Ein Papa und Sohn, ein Partner. Wer hat das schon wieder gepostet? Bambusbjörn. Alter, der Bambusbjörn ist so böse. Die beiden, ey. Ich finde ihn klasse. Wo recht hat er recht? Alter. Wenn Papa und so, Alter. Papa Bär. Kann ihr ich Lieben. Deine Hausaufgaben haben? Ja, aber ändere ein bisschen, damit keiner merkt. So die Jungs sind böse. Der ist auch gut, ey. Ey, lass mal abschreiben. Die sind wild. So, ihr Lieben, wir sind leider fast am Ende. Was jetzt noch folgt, ist unser kleiner Teaser, unser Ausblick. Und wir haben es gerade schon erwähnt, morgen ab 18.30 Uhr, da gibt es das große Thanksgiving-Special live auf Twitch mit Sami und Gästen. Ja, und dann geht es weiter am Donnerstag, beziehungsweise Donnerstag, ProSieben zeigt, ProSieben Max zeigen auch die Spiele. Das heißt, ab 22.30 Uhr das Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Dallas Cowboys. Und dann ab 2.20 Uhr auf ProSieben die Bills gegen die Saints. Am Freitag dann natürlich unser Scouting Report, oder das ist unser, Patricks und Björns Scouting Report, nicht das ist unser. Reinhören. Und dann am Samstag geht es weiter im Free TV. Und zwar ab 17.45 Uhr College Football Florida Gators gegen die Florida State Seminoles auf ProSieben. Oh, Björn wird durchdrehen. Ja, Björn und ich sind aber nicht da. Nein, Björn hat Kinderdienst, der bleibt zu Hause an dem Wochenende und ich bin auch nicht da, weil ich darf für euch Bromantiker bei der Gala von Kinderlachen bekommen wir Football Bromance einen Preis für soziales Engagement und den bekommen wir nur euretwegen, weil ihr durchgedreht seid und heftig für die Deutsche Kinderkrebsstiftung eingesammelt habt. Vorher habe ich mit dem CE-Shop, mit Stefan und Kim Gerber richtig was gesammelt. Mit der Box haben wir was gesammelt. Wir haben richtig fett Pinunsen. Zusammen haben wir da alle richtig was für die Deutsche Kinderkrebsstiftung getan. Dafür werden wir jetzt von Kinderlachen geehrt. Dieser Preis, ich gehe da natürlich live Samstagabend. Also mal reingucken auf meinem Social-Media-Kanal. Weil dieses Ding ist euch gewidmet, ohne euch. Guck mal hier, Yoshi Ringler da draußen, einer der Initiatoren der zweiten Welle, die auch nochmal ja über 230.000 Euro eingespielt hat. Also danke an euch da draußen.
Ja, vielen, vielen zu Dank. Viel Liebe. Romantika, das habt ihr toll gemacht. Und jetzt dreht Ringler durch, weiß ich aber. Am Sonntag dann ab 19 Uhr die Tennessee Titans gegen die New England Patriots auf ProSieben Max und auf RAN.de die Carolina Panthers gegen die Miami Dolphins und später am Abend ab 22.25 Uhr die Rams gegen die Packers wieder auf ProSieben Max. Tja, und dann fängt unsere Woche wieder von vorne an mit dem Hangover-Podcast. Am Montag um 19 Uhr dann der Reaction-Drill mit Sami und vielen tollen Gästen. Am Dienstag, 20.15 Uhr, die Märchenstunde und Mittwoch ist dann wieder Primetime-Football. Hey, let's go. Da ist schon der Märchenonkel. Ja, warte, ich gehe jetzt noch mal vor die Tür und ein paar Bälle fangen. Und Marc, was machst du jetzt noch? Ich gehe jetzt Essen vorbereiten für heute, für morgen. Diese Handschuhe kommen aus Deutschland. Wusstet ihr das? Das machen so zwei Jungs aus Deutschland. Die sind richtig nice, die Handschuhe. Ah. Oh, ja, schaut gut aus. Die sind richtig nice. Kasim knusprig. Hat die Augen schon zu. Ja, Jenny, ihr Lieben. Dann bleibt dir nur eins zu sagen. Tschö, bitte.